Michaela, gratuliere zum Sieg in Linz. Den Antritt war eher kurzfristig. Wie ist es dazu gekommen? Wie es dazu gekommen ist, ich bin hergefahren und dann an den Start gegangen. Nee, also es war schon längerfristig geplant, aber die Zusage doch erst ein paar Tage davor. Und ja, ich bin trotzdem sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe. Ich habe es ein bisschen bereut währenddessen, weil es ist sehr warm. Ich habe vorhin auf der Strecke 37 Grad gelesen bei so einem Temperaturanzeiger. Und ja, bin nach wie vor wahnsinnig kaputt, aber auch froh und glücklich, dass ich gekommen bin. Für dich war der Linz-Triathlon die Vorbereitung für die Challenge Heilbronn in 14 Tagen in Deutschland. Da triffst du auf Sebastian Kindl unter anderem. Wie schaut's aus? Wie bist du drauf jetzt nach diesem letzten Formtest in Linz? Also gerade jetzt bin ich sehr kaputt, aber ich hoffe, dass ich in 2 Wochen wieder ein bisschen regeneriert habe und dann wieder eine gute Performance zeigen kann. Und ja, also Heilbronn steht an, aber das ist für mich auch ein Wettkampf, so wie es der Wettkampf auch war. Also das war, ich habe mir heute auch nichts geschenkt, sondern ich wollte schon so schnell wie möglich ins Ziel. So werde ich es auch in Heilbronn versuchen, aber es war ein guter Test, es war ein Einstieg nach langer Wettkampfpause wieder und deswegen freue ich mich umso mehr und habe es echt vermisst. Dein Highlight heuer wird auch in Linz, nicht in Linz, aber in Österreich stattfinden, auf das du hintrainierst. Die bitte? Dein Highlight, Saison-Highlight heuer wird in Linz, nicht in Linz, aber in Österreich stattfinden, in Zell am See. Ja, das ist also für mich ein ganz großes Ziel. Ich habe schon 2 Mal gewinnen dürfen und ein 3. Mal, das ist das Ziel. Also da will ich mich oder will ich auch nichts verhehlen. Ich möchte gerne Weltmeister werden in Zell am See und hoffe, dass ich bis dato ein bisschen muss ich noch zulegen und dann hoffe ich, dass ich da vorne ein Wörtchen mitreden darf. Welches Wetter wünschst du dir für Zell am See? Wetter wie heute oder wie die letzten 3 Jahre in Zell am See? Also für alle gleich, das ist Bedingung. Nee, aber also 10 Grad kühler wäre nicht verkehrt. Da würde ich mich, glaube ich, sehr freuen. Danke, Michael, gratuliere nochmal. Bitte.